Corriendo. Diese Tattoos brauchen wir nicht. Guck mal, ob du da in Overwatch gehst, für den Fall, dass irgendeiner hier hochkommt und du vielleicht doch über diese Lücke darüber schießen kannst. Suppress den. Wir haben noch einen Motor oder einen regulären. Nee, regulären Motor und beim Berserk können uns doch tot. Wir haben jetzt nur noch eine Elite und den Heavy Floater. Das waren zwei Heavy Floater, oder? Also eine Elite Motor und zwei Heavy Floater. Call geht auch nochmal. Und vor allem mit dich jetzt. Flaschen müssten noch zwei abschießen, richtig? Habe ich nie wirklich effektiv genutzt, aber. Ja, mach mal. Gut. Und der andere? Hat nur 38, weil er keinen Bonus-Perk hat. Aber das klappt ganz gut, ja. So, schauen wir uns mal auf den Gegenschlag an. Also bisher gefällt mir die Karte sehr gut, weil sie für uns arbeitet. Aber ich denke, die wird auch bald für die Gegner arbeiten. Sehr viel Wuselkram. Irgendwie wurde der Ton nicht getriggert, weil zu viele Einheiten berechnet werden. Das kommt aber gleich. Du bist jetzt zweimal gegangen, oder? Und man kann über diese Mini-Abgründe rüberschießen. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Auch zweimal Bewegung gewesen. Also auch nichts mehr machen. Jetzt sind die getriggert und bräuchte verdammt viel HP von dem Mann. Ja, okay. Wir haben jetzt schon zu wenig Munition mit manchen. Gib mir jetzt bitte eine Schredder-Rakete. Nein. Was genau hast du überhaupt? Außer sehr, sehr vielen Lebenspunkten. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, das reduces most incoming damage to this unit with the bonus increasing as the damage increases. Plus Shock Armor. Oh, und er darf zurückschießen. Das ist wichtig. Also das ist der Perk, auf den ich eigentlich immer nur achte. Weil alles andere heißt nur, er tut mir weh in seiner Runde oder er hält mir aus. Aber das da sorgt dafür, dass ich in meiner Runde sterben kann. Sogar ziemlich leicht. Ja, okay. Das heißt, es müsste ein Scout zuerst auf ihn schießen. Scout hat aber keine Muni mehr. Das Ganze ist schwer. Das heißt, ich werde, glaube ich, diese Runde nur ihn töten. Hier ist ja auch noch einer, ne? Schade, ich kann nicht da hingehen. Ja, du solltest da weggehen. Denn hier ist ein Heavy Floater. Irgendwo. Roger, gut. Dann könntest du leider nicht vorstürmen, weil hier ist nirgends Momentikum. ...66%, obwohl er flankierbar ist. Das ist echt Hammer. Ja, einfach aufhalten. Nein. Dankbar, das ist unser Medic. Ich will eigentlich keinen Schuss zurück abbekommen. Wo ist eigentlich das Suppression Fire? Suppression wärst du oder. Keine Muni dafür.
Lock and load. You may reload your primary weapon as the first action of your turn. Ja. Mach das bitte schon mal. Reload. Und jetzt suppress. Du hast nur noch eine Aktion, richtig? Ja. Suppress. Big bad bot bot. Okay. Dann lädst du bitte nach, damit du nächste Runde den taggen kannst. Du machst wahrscheinlich gar nichts. Du machst wahrscheinlich gar nichts. Also die Overwatch, Overwatch, Overwatch für den Floater, damit wenn er rauskommt, sofort komplette Breitseite bekommt und dann hoffentlich auch stirbt. Dann stell ich mal hier hin, um besser zu gucken. Jetzt muss er davon sterben. Hm? Fehlen jetzt nur noch 19 Elite-Leichen oder so für das eine Upgrade, ne? Yay. Overwatch, 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 Overwatch. Du darfst jetzt nicht bewegen, wenn du bist dann ein Problem. Keiner trifft dich. Trolldrohne war das. Bewegen, Bot, nicht bewegen. Versuch mal von da aus zu schießen. Und du bist suppressed, kriegst also Abzüge. Dann geht's daneben, alles ist gut. Auch wenn der Plattform Stability hat, was dazu Probleme führen kann. Und da ist ein Schild. Ja. Die ganzen Sektoren da hinten werden auch nicht rauskommen. Da bin ich mir relativ sicher. Wir könnten blind eine Rakete reinschießen. Was jetzt auch ging, aber wissen, wo mindestens einer von denen ist. Also mit einer Rakete reinschießen. Könnte das passen, allerdings. Ja, kommen wir nicht rein. Wir können uns nur können hier vorne hinschießen oder da gegen die Wand, aber es wird nicht den erwischen, den sie erwischen soll. Nö. Es hat sich ebenfalls nicht gezeigt, wo der Floater sich jetzt rumtreibt. Was sehr schade ist. Ich habe da keine Deckung mehr. Ja, Sunny schießt jetzt einmal drauf, löst den Overwatch aus. Ja. Lightning Reflexes countert das. So. Dann kannst du jetzt nochmal schießen und das machst du auch, weil dann das Schild eventuell ein bisschen runtergeht. Ja, zwei Punkte sind die Welt, aber schon mal anfangen. Du schießt idealerweise erst, wenn er bei 50% ist, auch wenn ich wage, dass wir es hinbekommen. Kommst du da nicht ran? Nö, dann schießt auch ganz normal. Langsam aber sicher das Schild kaputt. So, jetzt haben wir null Schaden gemacht bisher. Warum stehst du eigentlich so komisch da im Gegensatz zu anderen, die alle geduckt sind? Aber sieht das gerade noch so aus? Also einen halben Hocke ist er. 90%. Natürlich. 85%. Ein Treffer. Sehr gut. Ja, der eine Heavy Floater hält jetzt hier drei Leute im Schacht, die nur darauf warten, dass er rauskommt. Das ist auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Aber wir sehen ihn halt von hier aus nicht. Da hast du nirgendwo Deckung. Husch du mal hierhin vor. Nächste Runde geht sie dann da in die nächste Nische und kann von da oben, also von da hoffentlich hier runter gucken und den Heavy Floater sehen. Damit wir ihn ausschalten können. Wenn ich jetzt einmal auf dich schieße, haben wir noch gerade genug zum Suppressen, richtig? Ich glaube schon. Bitte? Ja, klappt. Suppress. Denen haben wir diese Runde effektiv 8 Schaden verursacht.
Roger. Scanning. Der hat nicht vorsprinten. Ich werde nicht. Oh, ich könnte hierhin vorsprinten. Und den Floater töten. Hat aber ein paar Probleme. Zum einen könnte ich einen weiteren Trupp triggern, weil wir hier etwas sehen, da etwas sehen und hier etwas sehen, was wir vorher noch nicht sehen konnten. Dann ist nicht unbedingt gesagt, dass der Trupp auch hier ist. Er könnte auch da oben sein. Und dann laufe ich in die Ecke, um dann nächste Runde flankiert zu werden. Also, nee, lad lieber nach. So, wir warten ab. Okay, wir haben keine 8 Schadenspunkte gemacht, wir haben 5 Schadenspunkte gemacht und die repariert er gleich bestimmt aus der Fliegen. Ist suppressed. Okay. Neues Schild. Auf Food. Vorbei. Vorbei, okay. Scout. Schieß auf den. Overwatch ist ausgelöst. So, dann schießt du deinen zweiten Schuss aber nicht, weil du keine Munition hast. So. Du gehst dahin. Oh. Guten Tag. Und dann rennst du. Dann. Bis. Oh. Okay. Natürlich ist immer Overwatch. Das, die machen nichts anderes als Overwatch, Suppression und will hin und her fliegen. 61. Komm, 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 komm. Sehr gut. Okay, Heavy Floater ist endlich weg. Wir können uns also hier unten freier bewegen. Dafür sehen wir hier oben den zweiten Heavy Floater und die Brigade, die immer wieder neue Schilde schmeißt. Können wir da jetzt vielleicht eine Rakete reinhalten? Könnten wir, aber sie trifft nicht ordentlich und hätte 1,8 Scatter. Das heißt, wir müssten dich vorrücken. Du hast nur eine ganz frisselige Rüstung an, das ist nicht gut. Aber die kommen von da hinten, glaube ich, nicht bis hier hin. So. Nee. Du steadies für nächste Runde. Dann kann ich jetzt hierhin vorlaufen. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Mit Run and Gun meine ich. Weil Doppelschuss auf den wird wahrscheinlich nur 30 oder 40% Trefferchance haben. Das heißt, ich renne eventuell einfach nur vor. Um. Ja, ich darf dann hier nichts triggern. Ich renne vor, um nächste Runde dann hierhin gehen zu können und Doppelschuss abzufeuern. Damit wir ihn auch immer mal knacken können, ne? Weil momentan kommen wir da nicht so wirklich gut gegen an. Außer wir kriegen jetzt die Drohne weg. Komm, Drohne weg, Drohne weg, Drohne weg. Wo ist die Drohne? Kriegen wir nicht klein. Ach ja. Ich glaube, ich schicke den Chef mal hier auf die Seite. Kommt leider da nicht an, also bis hier. So, Ocelot könnte nichts machen. Nachladen. Ready to engage. It's killing time. Du musst wieder suppressen. Das macht kein anderer. Und diesmal haben wir es nicht mehr geschafft, das Schild zu zerstören. Ja. Was haben wir noch? Ja, komm, du musst auch mit hier auf die Seite. Dann kriegst du nichts hin.
Heißt, du gehst dahin, um nächste Runde hoffentlich zu dem Feld vorzurücken und dann da irgendwas zu machen. Wen haben wir noch? Wir haben nur noch dich. Und die Frage, ob ich vorsprinte, ja oder nein. Sprinte vor und sogar Run and Gun. Nur für den Fall, dass ich danach weg muss. Und ob sie vielleicht doch ein gutes Ziel bietet. So, nix triggern, nix triggern. Sektoid, was? Ach, so ein kleiner Puppeltyp wollte auch noch schießen, oder wie? Die sind alle im Overwatch. Oh. Na gut, 3 HP ist vertretbar. Und wir sehen dich, 40%. Ja, dann mache ich keinen Doppelschuss, weil Doppelschuss wäre dann auch 20 runter oder so. Entweder haut es hin oder nicht. Und es haut sehr gut hin. Okay, bitte keine sterben, bitte keine Sch. Das musst du da. Ja, er ist wieder voll. Da liegen Geister noch irgendwo rum. Eine Disc-Geister noch irgendwo rum. Was mich nur wieder daran erinnert, wir sind gerade erst am Anfang der Mission und wir haben schon recht viele Ressourcen verfeuert, ne? Der Schildträger verzieht sich quasi. Es sind so viele fußlige kleine Gar. Oh. Nein. Da ist das Suppression jetzt weg und er war noch nicht dran. Ich Gott. Der ist zu angeschlagen, der haut ab. Oh, und der Bot war doch schon dran. Okay, ist alles gut, ist alles gut. Ja. Rakete. Wo wir beim Ressourcenverbrauchen sind. Weil jetzt kann ich von hier aus endlich reinschießen. Und hier erwischen wir dann hoffentlich genug von dem kleinen Kram, um das Ganze hier ungeschehen zu machen. Ja, lieber die Schredder. Die macht bei den Kleinen auch ein bisschen Schaden und könnte sie sogar töten und den großen Schreddert. Was der eigentliche Zweck war. Die toten Kleinen sind noch ein Bonus. Jo. So, dann gehst du vor. Keine Overwatch, ne? Also keine, die ich sehen kann. Ja. Und hältst dem deine Schrotflinte vor. Ah, wir sind 3 Felder dran, ne? Das wird jetzt doch nicht so wehtun, wie ich dachte. Oh, 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 fuck. Das war einfach nur Glück. Das habe ich auch vergessen. So viele Teils, an die ich denken muss. Das ist nicht gut für mein armes kleines Gero-Göpfchen. Er kommt nicht ran von hier aus. Du musst vorsprinten für nächste Runde. Kannst komischerweise nicht da runterspringen, was schade ist. Ja. Haben wir noch, du siehst auch noch der Bot ist zerstört, der kleine Drohne schaut so aus, ja. Können sie jetzt nochmal auf ihn schießen mit 100% oder den kleinen da anschießen, damit der nächste Runde nicht wieder ein neues Schild macht. Warte, erstmal darfst du noch, du hast eine kostenlose Heilung, ne? Dankwart war ein richtiger Medic, denn Medic mal den wieder hoch und danach machst du Schaden. Sogar soliden Schaden. Wesentlich mehr als der Shotgun. Typ, der war, ne? Du musst nachladen, das ist nicht gut. Einer weniger Schaden macht, nämlich. Boy.
56%. Nehme ich nicht diese Runde mit. Wenn der hier nächste Runde ein Schild machen sollte, dann können wir ihn töten. Weil dann stirbt sowohl er als auch das Schild geht weg. Also es ist wieder so wie jetzt. Aber es gibt noch zusätzlichen Feedback-Schaden. Das wäre wünschenswert. Was mit dir? Du siehst nichts. Dann geh bitte hierhin, um besser werfen zu können nächste Runde. Was hast du gerade Neues gesehen? Nix, oder? Also die Mission ist schon mal soweit sehr, sehr gut. Ich bin immer gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Und vor allem wundert es mich ein bisschen, dass keine weiteren Trupps bisher aufgetaucht sind. Die scheinen sich auf ihre Gebiete fixiert zu haben. Das könnte auch gut sein. Also man kann das ja recht gut unterteilen hier in mehrere Untergebiete. Dass in jedem Untergebiet ein oder zwei Trupps sind. Die dann nicht weiter in unsere Richtung vordringen. Und normalerweise werden wir jetzt schon umschwärmt von Gegnern, solange wir brauchen, um den da zu töten. Und ich schieß einfach nur auf den. Kannst du von hier aus eine Command-Fähigkeit machen? Auf. Ja, du warst zu wenig Schaden. Was mit dir? Du bist einfach nur vorgestürmt, siehst aber nichts. Ja. Du könntest von hier aus eventuell eine Granate werfen, aber das ist nur ein eventuell und das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Oh. Was? Soll es schießen? Ja. Okay. 100%, 6 Schaden. Sonst haben wir niemanden, ne? Naja. Ist schade. Aber den kriegen die so nicht down. Also ich könnte, wenn... Spiel. Ich aufhänge jetzt. Ich könnte eventuell mit ihm bis zu der Deckung hier laufen und dann eine Granate hier hinkullern lassen. Achso, laufen und dann Command-Fähigkeit und dann dahin kullern lassen. Das würde ihn trotzdem nicht töten. Das würde höchstens ihn mitnehmen, aber das muss nicht sein, nee. Dann schieß einfach nur regulär auf den da für 2-3 Schadenspunkte. Und dann kommt das Suppression von hier auf den Bot, damit er keinen Unsinn macht. Dann warten wir jetzt nur noch ab und sehen, ob, Schrägstrich, wie, wo das Schild kommt auf den Bot. Dann schalten wir zuerst den Schildmacher aus und danach den Bot selber. Und dann sollten wir nach 6, 7 oder so Runden jetzt auch endlich mal diese Gruppe aufgemischt haben, um zu gucken, was danach noch so kommt.